Revolution. Wir sind diejenigen, die den Käfig da aufgebaut haben. Es ist kein schöner Käfig, ihr könnt euch den Käfig anschauen. Es ist kein schöner Käfig. Wir sind hier, weil wir eine klare Botschaft liefern wollen. Syrien ist kein sicheres Herkunftsland. Solange Assad Syrien herrscht, kann Syrien kein sicheres Herkunftsland sein. Es kann und darf nach Syrien nicht abgeschoben werden. Die Populisten propagieren, dass der Krieg in Syrien vorbei sei und dass Assad das Land befriedet habe. Der Abschiebestopp nach Syrien solle ganz oder teilweise abgehoben werden. Falsch, falsch und falsch! Sogar der Innenminister Herrmann, der kommt auf uns raus, der kommt gestern raus und sagt, Assad habe das Land stabilisiert. Die Bomben und Flugangriffe Assads bedrohen 3 Millionen Zivilisten in Idlib. Alleine im letzten Monat sind über 200 Zivilisten ums Leben gekommen. Über 200.000 Menschen wurden vertrieben. Ist das Frieden? Ist das Stabilität? Nein! 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 Jeden Syrer droht in Syrien nicht nur Zwangsdeportierung, sondern auch willkürliche Verhaftung, wovon alle in Syrien, egal ob Männer oder Frauen, alt oder jung, schuldig oder unschuldig, bedroht sind. Und wer in Syrien ein Gefängnis kommt, der wird gefoltert. Hunderttausende wurden in Syrien in den letzten 8 Jahren verhaftet. Brutalität war und ist immer noch so enorm in Assad-Gefängnissen, dass zehntausende Menschen systematisch bis zum Tode gefoltert worden sind. Amnesty International hat die Gefängnisse in Syrien als Schlachthäuser für Menschen bezeichnet. Wir fragen, wie kann ein Schlachthaus ein sicherer Herkunftsort sein? Ist ein Schlachthaus stabil genug für Herrn Herrmann? Die Antwort ist klar. Die Antwort ist nein. Ein Folterstaat wie Assad Syrien kann nie ein sicheres Herkunftsland sein. Der Abschiebestopp nach Syrien kann und darf nicht abgehoben werden.